Heute gibt es mal wieder ein Eis, für das du nur wenige Zutaten brauchst, aber keine Eismaschine. Dafür habe ich hier schon mal 250 Gramm Mascarpone und daraus machen wir ein richtig leckeres Oreo-Eis. Die verrühre ich mir gerade mit einem Handrührgerät. Dazu kommen dann 250 Milliliter Sahne. So, das Ganze ist jetzt richtig schön cremig aufgeschlagen. Man sieht es auch, es hält. Das Ganze brauche ich, dass nachher das Eis richtig schön luftig ist und fluffig und nicht so fest. So, und da kommt jetzt noch gezuckerte Kondensmilch dazu. Und die rühre ich jetzt noch mit unter meine Creme. So, nur ganz kurz. Dann stelle ich das mal beiseite. Und dann kommen auch schon die Kekse. Ich habe jetzt No-Name-Oreo-Kekse, weil bei uns gab es im Moment die Originalen nicht, sondern nur so spezielle. Und die Kekse, das sind jetzt 8 Stück. Die kommen in so einen Beutel. Ihr könnt die auch in der Schüssel zerstoßen, wenn ihr keinen Plastikbeutel verwenden wollt. Aber so ist das ganz praktisch, denn da haue ich jetzt einfach mit meinem Fleischklopfer drauf. Und so kann ich mir die wunderbar einfach zerkrümeln. So, die sollten auch nicht zu fein sein, denn nachher soll ja noch was von den Keksen erhalten bleiben. So, guck's mal gerade an. Einmal so ein bisschen zerdrücken. Und diese groben Kekskrümel, die kommen jetzt hier zu meiner Grundmasse. Und dann das Ganze vorsichtig unterheben. Wenn ihr es noch dunkler haben wollt, könnt ihr natürlich noch mehr Kekse reinmachen. Das ist dann Geschmackssache. Und die fülle ich mir jetzt hier in die Form um. Da kommt jetzt noch ein Deckel drauf. Und jetzt wandert das Oreo-Eis für mindestens 4 Stunden in den Tiefkühlschrank. Und dann gucken wir uns das Ergebnis mal an. Mein Oreo-Eis hat jetzt insgesamt 5 Stunden Zeit zu gefrieren. Gucken wir es uns mal an. Schau mal eine Kugel raus. Da ist es. Da kommt jetzt noch ein Keks mit dran. Lecker. Somit habt ihr mit wirklich wenigen Zutaten ein echt leckeres Eis gemacht und auch noch ohne Eismaschine. So, damit sind wir am Ende des Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Eismachen.